Servus. Auf einem Video von mir sieht man, wie ich vor 20 Jahren eine Wärmflasche zum Zerplatzen bringe, durch Aufblasen. Da habe ich meiner Frau einen Auftrag gegeben, sie soll mir eine Wärmflasche mitbringen, weil ich es nochmal probieren wollte. Nur, wie man sieht, ist die ja aus so einem dicken Gummi. Das schafft kein Mensch auf dieser Welt. Aber um mal zu zeigen, wie viel Druck man braucht, habe ich halt mal meinen Manometer mit einer kleinen Pumpe angeschlossen. Und da kann man mal zeigen, wie viel Druck hier eigentlich benötigt wird und wie viel ich mit menschlichen Kräften schaffe an Druck. Das Manometer zeigt Millibar. So, bei 100 sind wir schon. So, jetzt nähern wir uns der 200 Millibar. Das sind 0,2 Bar. Oder 0,2 Atü. Man sieht hier auf dem anderen tut sich noch nichts, weil da ist das Manometer. So. Jetzt kommen wir an den Punkt, wo es schon 0,3 Bar übersteigt. Also man sieht, mit menschlichen Kräften unmöglich. Ich mache jetzt nicht weiter. Ich nehme nachher einen Kompressor und gucke mal, wie groß es wird. Ich kann euch jetzt nur noch zeigen, was ich so schaffe. Also wenn ich das ich ja mal reinpuste, kann man ja sehen, was ich schaffe als Mensch mit allen Anstrengungen. So, mehr ist nicht drin. Und vielleicht schafft einer auf dieser Welt ein bisschen mehr, aber nicht 0,3 oder 300 Millibar. Also müssen wir einen Kompressor nehmen. Die Wärmflasche mit dem Kompressor. Achtung! Ich gehe in Deckung. Hat sich ja nicht lange gehalten.